Wenn wir die Zahl 2 20 mal mit sich selbst multiplizieren wollen, ist das schon ein umfangreicher Ausdruck. Die Mathematik hat eine Abkürzung für derartige Ausdrücke gefunden, die Exponentenschreibweise. 20 Faktoren 2 multipliziert ist abgekürzt 2 hoch 20. Die 2 nennen wir Basis, die Zahl n nennen wir Exponent und den gesamten Ausdruck nennen wir Potenz. 1 halb hoch 3 ist also eine Abkürzung für 1 halb mal 1 halb mal 1 halb. Nach den Rechenregeln für Brüche ergibt sich hier 1 Achtel. Sehr wichtig sind die Potenzen von 10, denn sie machen unser Dezimalsystem aus. 10 hoch 6 ist 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 oder 1 Million. 10 hoch 9 ist 10 mal 10 mal 10 und so weiter oder 1 Milliarde. Die Potenzen von 10 sind die Grundlagen unseres Dezimalsystems. Jede mehrstellige Zahl im Dezimalsystem ist auf die Art und Weise zu lesen. Die Zahl 1048576 im Dezimalsystem bedeutet 1 mal 10 hoch 6 plus 0 mal 10 hoch 5 plus 4 mal 10 hoch 4 plus 8 mal 10 hoch 3 plus 5 mal 10 hoch 2 plus 7 mal 10 hoch 1 plus 6 mal 10 hoch 0. In der sogenannten wissenschaftlichen Schreibweise will man sehr große Zahlen vermeiden. Man schreibt dann für 2 hoch 20 auch kurz 1,048576 mal 10 hoch 6. Das Dezimalsystem ist von besonderer Bedeutung, sodass Potenzen von 10 spezielle Bezeichnungen haben. 10 hoch 3 oder 1000 ist 1 Kilo, 10 hoch 6 oder 1 Million 1 Mega, 10 hoch 9 1 Milliarde 1 Giga, 10 hoch 12 1 Billion 1 Terra, 10 hoch 15 1 Billiarde 1 Peta, 10 hoch 18 1 Trillion 1 Exa. Auch Zehnerpotenzen mit sehr großen Exponenten haben eigene Bezeichnungen. 10 hoch 100 ist ein Google, 10 hoch 6000 ist eine Millinillion. Nach dem Mooreschen Gesetz verdoppelt sich die Computerleistung alle 1,5 Jahre. Die logarithmische Darstellung der Computerleistung mit der Zeit ergibt ungefähr eine Gerade. Ein Supercomputer hat zum Beispiel eine Rechenleistung von einer Billiarde Rechenoperationen pro Sekunde, abgekürzt ein Petaflop. Auch für das in der Computertechnik so wichtige Binärsystem gibt es Vorsilben. 2 hoch 10 ist ein Kibi, 2 hoch 20 ein Mebi, 2 hoch 30 ein Gibi, 2 hoch 40 ein Tebi, 2 hoch 50 ein Pebi und 2 hoch 60 ein Ebi. Gleichartige Potenzen können wir leicht addieren, benutzen das Distributivgesetz. 1 mal 10 hoch 12 plus 1,5 mal 10 hoch 12 ist 2,5 mal 10 hoch 12. Wenn wir 1 mal 10 hoch 12 und 500 mal 10 hoch 9 addieren sollen, benötigen wir einen Zwischenschritt. Wir erhöhen die Potenz von 10 um 3 und setzen das Komma gleichzeitig 3 Stellen weiter links. Wir haben dann zwei gleichnamige Potenzen. 1 mal 10 hoch 12 plus 0,5 mal 10 hoch 12 ist 1,5 mal 10 hoch 12. A hoch 10 plus A hoch 9 plus A hoch 8. Wir erinnern uns an die Definition der Potenz. Zerlegen A hoch 10 und A hoch 9 in Produkte, die A hoch 8 enthalten. Jetzt können wir nach dem Ausklammern von A hoch 8 addieren. 4 hoch 7 plus 4 hoch 7 wollen wir ganz ausführlich rechnen. Wir können immer eine 1 vor einen Summanden schreiben. Wir können dann 4 hoch 7 ausklammern. 1 plus 1 in der Klammer wird 2.